wir mal gucken, ob wir den Saal jetzt hier warm bekommen. Wir haben eine wichtige LDK für uns. Wir haben deswegen eine wichtige LDK vor uns, weil diese LDK heute für uns der gemeinsame Startschuss ist in ein Wahljahr mit 3 Wahlen. Ein Superwahljahr. Und unser Ziel ist absolut klar. Wir wollen bei allen 3 Wahlen in diesem Jahr stärker werden. Wo steckt denn nicht der Sinn Ihrer Tätigkeit? Menschen zu wertvollem Leben zu verhelfen, zur Zugehörigkeit, zur Teilhabe. Und da gehört auch dann hinzu, haben Sie mitunter Mut, wenn ich das hier sagen darf, auch Kinder von Illegalen haben ein Recht auf Bildung. Mir geht es so wie wahrscheinlich allen von euch. Ich bin auch bei den Grünen, weil man bei den Grünen diskutieren soll. Wie schaffen wir es, den Atomausstieg zu sichern? Ich würde mich nicht auf die SPD verlassen. Wie schaffen wir es, einen Mindestlohn? Wie schaffen wir es, einen Mindestlohn in Deutschland einzuführen? Wie schaffen wir es, Agrogentechnik auf dem Acker und auf den Feldern zu verhindern? Wie schaffen wir Bildungschancen, gute Bildungschancen für alle? Wie schaffen wir es, diesen grünen neuen Gesellschaftsvertrag zum Kern der gesellschaftlichen Debatte zu machen? Folgendes Problem, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben das Problem, dass in einer Wirtschaftskrise wieder versucht wird, Ökonomie gegen Ökologie zu stellen. Und das dürfen wir nicht mehr mitmachen, denn Ökologie schafft Arbeitsplätze und vernichtet nicht Arbeitsplätze, wie es immer wieder versucht wird zu sagen. Grüne, wir ziehen jetzt in den Wahlkampf. Es ist Zeit für mehr Grün in NRW und im Bund, liebe Freundinnen und Freunde. Und lasst uns in den nächsten Wochen und Monaten für starke grüne Ergebnisse, für starke grüne Inhalte auf allen politischen Ebenen kämpfen. Da ist jede Einzelne gefragt. Das wird nicht nur in Düsseldorf organisiert und vorbereitet. Das macht jeder entsprechend vor Ort. Und egal, wann der Kommunalwahltermin nun ist, wir werden alle miteinander ein starkes Kommunalwahlergebnis im Herbst entsprechend einfahren. Diese 10% schaffen wir auch dieses Mal, liebe Freundinnen und Freunde. Auf Grün kommt es an, auf uns Grüne kommt es an. Und dafür werden wir gemeinsam kämpfen. Herzlichen Dank. Thank you.